So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe den Dommel dabei. Guten Tag. Und wir nehmen mal mit einem neuen Setup auf. Ich hoffe, das hört man qualitativ hochwertiger. Hoffe ich, dass man das hört. Wenn nicht, schreibt es mir in die Kommentare. Oder halt Mülltonne, ne? Ja, oder halt Mülltonne, schreibt es mir in die Kommentare. Wir gucken uns heute an Maverick, Four Color Maverick, um genau zu sein, gegen Food Chain Goblins. Ich deute das deshalb raus, weil ich weiß, dass in nächster Zeit noch ein grün-weiß Maverick gegen Goblins kommen wird. Mhm. Was aber ein völlig anderes Matchup ist als Four Color. Four Color jetzt ohne Blau? Ich glaube Four Color ohne Schwarz. Ohne Schwarz? Ich glaube, es ist ohne Schwarz. Oder ohne Blau. Es kann auch ohne Blau sein. Hm. Ich weiß es nicht mehr. Ja, schön da oben, nicht mehr im Kopf. Ein nobler Hierarch. Ja. Ja, ne, Engine Doom. Oh, fuck it. Ja, Food Chain Goblins. Ich habe auch geguckt. Ich saß am Tisch nebendran. Ich dachte mir auch so, what? Okay. Ja, ich bin jetzt gerade am Überlegen, aber er hat keinen Nuller dran. Gibt ja keinen Nuller, das heißt, er kann jetzt nicht gewinnen. Mm. Ich dachte gerade schon so, Da kommt auch ein Badlands. Also gibt es keinen Food Chain, okay. Nee, wahrscheinlich dann eher Matrone. Ja, Matrone oder gibt es noch für drei? Boah, nicht viel. Nicht viel tatsächlich, echt nicht viel. Da könnte ich ja auch so zwei spielen, eins Bären, aber... Klingt nicht so geil. Ja, auf der anderen Seite Maverick mit einem sehr untypischen Start mit Tiger into. Mhm. Aber ja, Leste geht dann natürlich schön verwirrend zurück. Oh, spielt man drauf? Das ist Omen. Oh, das ist die Fable of the Mirrorbreaker. Yes, das ist die Fable of the Mirrorbreaker. Kannst du, weißt du, was die tut? Die macht jetzt einen Goblin. Das nächste Mal kannst du, ich glaube, zwei Karten abwerfen, kannst du dann zwei Karten ziehen und dann flippt die into den schlechten Kiki-Iki. Ja. Okay, heißt. Primär geht es, glaube ich, um Goblins. Ja, vermutlich. Da ist ein Wasteland. Wasteland das Rote. Wasteland das Rote. Ja, wird am meisten Sinn machen. Ja. Außer man hat irgendwas. Ich glaube, da ist ein Knight of the Reliquary. Swords auf der Hand. Kann halt auch. Swords. Ja, finde ich jetzt interessant. Beide Decks irgendwie mit einer Art von Mana-Ramp, ne? Also ja, und vor allem halt beide Decks mit einem sehr, sehr strange Bild, weil ja, Food Chain Goblins ist nicht mehr so selten, aber es ist doch noch selten genug. Mhm. Und auch Maverick in, mit Rot, klar. Klar, aktuell gut gegen sowas wie hier UR Delver und so weiter, das ist schon ziemlich sick. Ja. Deswegen, ja gut. Da sind, was ist das dieser, der ein Enchantment zerstört? Oh, der würde natürlich jetzt richtig on point kommen. Für einen zum Opfern. Und also das ist der, wenn der es Nacht ist und der den Gegner hittet, macht der, glaube ich, eine Verzauberung kaputt, richtig? Müsste er. Ja. Müsste. Ja, sonst von der Hand, ich kann nicht so viel erkennen tatsächlich. Da war ein Mountain oder der da? Den erkennt man, der gute Alte. Beta Mountain. Ich glaube ja. Er müsste eigentlich dem Trend gehen und müsste seine ganze Mana-Basis deutsch machen. Dazu kriegst du dir nicht überredet. Das ist der Eile gibt und plus 1 plus 1. Hier und einen Trigger das heißt, hat er auch noch. Der bringt nämlich jetzt noch einen 1-1er mit, der Goblin. Tut er? Ja. Uff. Oder ist das ein 1-1er oder ein Treasure? Nee, ein Treasure anscheinend. Ein Treasure. Es geht anscheinend darum, dass man einen Treasure bekommt. Das ist natürlich mega nice. Oh, geil, dann hast du ja ein bisschen Mana-Fixing, also von, ja, von den Mana-Fixing Colors. Mana-Fixing und Mana-Ramp tatsächlich. Ha. Das ist auf jeden Fall geil. Okay, die kostet halt 3. Ne? Nächste Runde hast du dann, wenn alles klappt, hast du 6 Mana. Ja. Nee, 5. Na, das stimmt. Da ist noch eine Ebene von Maverick. Und eine Mama. Hm, Mutti. Mama, paar Runden zu spät. Und eine Talia, die ist nicht so relevant. Die ist, glaube ich, total irrelevant. Ja. Da hätte ich jetzt Wasteland auf Engine Tomb, okay. Ja, Mana Fixing ist ja mittlerweile egal. Bei den ganzen Treasures, Mana Fixing ist da, man kann nur das Mana Ramp runter. Du musst halt überlegen, der Goblin, den der reingebracht hat, ist halt jetzt auch 2-2 bzw. 3-3 durch den Lord. Ne? Yes, deshalb, also ist schon... Das ist halt schon übel. Schon strong mit dieser Saga da drin. Da ist ein Mountain auf der Hand, ein Forest auf der Hand, da ist ein... Da ist noch ein Warchief. Ja, ein Warchief und... Ich glaube, ganz hinten ist der, der schießt. Puh. Nee, eine Matrone.
Er wird lieber der Treasure gesackt als gefetcht. Mhm. Interesting. Okay, nochmal. Mehr Eile braucht das Land. Ja, und plus, ne? Nee, der macht günstiger, genau. Also wenn du jetzt mit dem einen Goblin angreifst, dass du easy kannst, weil das ist ja dann ein 3-3er, kriegst du einen Treasure und kannst danach die Matrone noch rausschmeißen. Ja, das ist ziemlich nett. Oh, stimmt, der Warchief ist ja auch 3-3, ne? Also jetzt, der ist 2-2. Jetzt ist der 3-3, ja. Normal ist der 2-2. Oh. 9 Leben schon runter. Man kann halt auch mal den Beatdown-Plan fahren. Ja, da hältst du halt rein. Da würde ich jetzt noch die Matrone hinschmeißen. Ja. Matrone. Ja, Matrone. Ja, dann muss man keinen doppelten Shuffle machen. Die große Frage ist, was sucht man sich raus? Den zum Opfern und Wegschießen. Die gute alte Gatling. Weil Schwarz hat man. So oder so. Und das Mana hat man auch. Wie heißt der nochmal? Der schwarze Goblin, der... Slinggang. Nee, Ringleader. Es wird der Ringleader. Ringleader? Hä? Ja, mehr Pulver. Man geht jetzt wahrscheinlich aber auf die Bieter. Ja. Aber hätte man mit dem Slinggang ja auch. Ja, stimmt, man hätte haufenweise 1-1er bekommen, 2-2er sogar, die mit hätten angreifen können. 2-2er, zwei Stück, und die hätten mit angreifen können. Und wenn Talia oder so die tot blockt, sackst du die halt einfach rein. Wäre gar nicht mal schlecht gewesen, das stimmt. Auf jeden Fall. Da wäre nächste Runde wahrscheinlich aus gewesen. Ja, kommt aber auch, was der Maverick-Spiel jetzt macht, aber mit 3 Mana bisher. Wenn er Land hatte, der 4 Mana, dann macht der maximal eine Kreatur. Da wäre definitiv aus gewesen. Wenn der jetzt noch eine Kreatur liegt, kann der 3 blocken. Und dann hätte der auf jeden Fall 6 Schaden kassiert. Ein Face of Wasteland ist natürlich... Ja, okay, wir wissen von einem Forest auf der Hand von Goblins. Ja. Und jetzt im Ringleader. Deshalb kann er dann trotzdem spielen, dass er gewastelandet wird. Ich dachte gerade, da kommt ein Sword, da ist ein Collector. Das ist total irrelevant. Ja, nicht ganz wegen den Treasures. Und weil. Ja, aber beim jetzigen Board State ja, super ist irrelevant. Die super irrelevant. Kein Wasteland. Hat Goblins einen Muxus auf der Hand? Ich glaube ja. Muxus? Nee. Kein Muxus, Ringleader, okay, schade. Das ist ein Trigger und oh, der Gute. Land, Kekieki. Beide auf die Hand. Das eine ist der Mana macht, ne? Ja, yep, ein 1-1er, der Goblin Apost für rotes Mana. Der Kekieki ist auch schön, leck mich am Arsch. Aber Kiki der auch noch mit drin, plus die Fable of the Mirror Breaker. Das ist schon eine sehr strange Liste. Schon spielt er aber die Snoop-Kombo. Mit dem kleinen... Möglich. Aktuell traue ich dem Deck gerade alles zu. Das stimmt aber. da wird jetzt gleich irgendwas sterben. Eine Mami getappt. Ja. Da wird jetzt nämlich überlegt. Ja. Mami, Schutz vor Rot und dann... Ja, dann Pro Red. Dann kann man angreifen mit allem All In... Ja, da muss halt auch alles reingehalten werden, ne? Das ist jetzt halt auch, da ist ein 3-5, also ein 3-3er, ein 2-2er, noch ein 2-2er, ein anderer 3-3er und der Ringleader ist auch 3-3, ne? Aber das reicht nicht, selbst wenn man mit dem 2-2er mitläuft, kriegt man hier maximal 6 Schaden hin. Ja. Jetzt ist die Frage, du kannst jetzt natürlich hergehen, wenn die Uf mitblockt, was die aber nicht wird. Doch. So wie das aussieht. Muss. Tatsächlich muss sie mitblocken. Weil man macht so. Ah, nee, klar, der Ding hat dich angegriffen. Ja, weil wenn die Uf nämlich jetzt mitblockt. Okay, ja, okay, es ist tatsächlich. Weil ich meine, das wäre jetzt eh nächste Runde so gut wie umgewesen. Aber wenn die Uf mitgeblockt hättest, hättest du ein rotes Mana gehabt, um den Goblin zu spielen, der hier die für Opfer ein Goblin von rotes Mana. Und dann hättest du halt mit Kikiiki noch ein bisschen Shenanigans machen können. Stimmt. Das stimmt, ja.
1-0 Goblin Food Chains, in dem es nicht Food Chains gespielt hat, sondern einfach Goblins. Das Matchup Goblins gegen Maverick war eh immer schon relativ safe auf der Seite von Goblins. Einfach aus dem Grund heraus, dass Goblins einfach eine Masse an Kreaturen haben, die nicht umnutzen. Es sei denn, man findet hier Sword of Fire and Ice, Jitte, sowas. Ja, wenn man das überhaupt noch spielt als Maverick, ne? Genau, das ist der Four-Color. Schwierig, man muss ja auch irgendwie einen Platz finden. Da hätte ich eher Punishing Fire gesagt. Ja, das habe ich jetzt aber noch nicht gesehen. Aber es ist möglich, dass es drin ist. Ich habe gerade generell nicht so viel gesehen. Das ist korrekt, zumindest von den Splashs nicht. Was ist das denn? Es ist ein Engine Dump. Ja. Aber es wird anscheinend gehalten. Seems so. Okay. Dann haben wir ein Bayou Go. Ich würde jetzt davon ausgehen, wenn wir jetzt auch Bayou sehen, also schwarz sehen, dass in den 75 auf jeden Fall Black Engineers drin sind. Hm. Oh, da kommt der Ein-Mana-Ramp. Ach so, ja. Und sowas wahrscheinlich auch wie Abrupt Decay ist. Also sowas wird wahrscheinlich reingeflogen sein im Sideboard. Ja, du kannst halt wahrscheinlich auch relativ viel rausnehmen. Ja, gerade Italias müssen auf jeden Fall raus. Die machen halt nichts. Richtig. Bei Goblins? Ein Boardwipe. Ja, halt sowas wie Fury. Ja. Das ist auf jeden Fall möglich, ja. Das kannst du mit reinnehmen, wenn sowas drin ist wie Pyroclasm oder so. Ja, stimmt. Ansonsten, vielleicht, weil man es noch nicht gesehen hat, Artifact Removal. Ja, stimmt. Gegen Ausrüstung, aber da hat man auch Goblins für. Also. Ja, stimmt. Da ist die Frage, ob man dann einfach nur mehr von den Goblins reinnimmt. Die sind ja auch gleichzeitig Creature Removal. Ja. Karakas ist auch nicht so uninteressant. Ja, Kiki Bouncen. Oder Muxus. Ja, Muxus Bouncen macht richtig Spaß, ja. Habe ich gehört. Ja. Da kommt Knight. Knight of Autumn. Knight of Autumn, okay, krass. Boah, den würde ich für 4-3er. Ja. Aber der ist ein 4-3er. Erst als Beater und dann als Blocker. Hm. Ja, das ist schon interessant. Auch eine Karte, die man ewig nicht mehr gesehen hat. Knight of Autumn. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Der und Ramon Aprelia und so. Die Sachen, die man damals alle gespielt hat. Du meinst Ramon Up Excavator und Renegade Rally. Renegade Rally, ja, und Ramon Up Excavator, genau, das sind die beiden. Ja, ist schon. Maverick ist halt auch ein schönes Deck, aber wird aktuell auch nicht so viel gespielt. Ähnlich wie Goblin Food Chain. Dieser Forest da drin. Das triggert mich so hart, dass da einfach ein Basic Forest drin ist. Es gibt doch wahrscheinlich kein schlechteres Land in diesem Deck als der Basic Forest. Nur eine Ancient Tomb? Selbst die ist ja noch 2 Mana. Ja, aber farblos. Ja. Boah. Ich meine, es sieht wunderschön aus, aber. Ja. Boah. Wenn es wenigstens noch den grünen Goblin drin ist, der. Ignoble Hierarch, der Mana macht. Ja! Das wäre natürlich. Der Verkleidete hat sich als Noble Hierarch verkleidet. Ja, genau das. Wäre jetzt auch witzig zu sehen, wenn man die auf beiden Seiten sehen würde. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist Piledriver. Piledriver, ja, der macht halt nicht viel gegen nicht blaues Deck. Ja. Ja, gut, der ist immer noch 1-2 und blockt. Mhm. Ja, und kann für eine Menge zuhauen, aber der wird halt auch immer geblockt. Jo, wasted. Nicht so. Wird. Also da hat man als Goblins schon ziemlich konservativ gefetcht bisher. Ja, und wird dafür belohnt aktuell. Ja. 2, 3, 4 Greensun. Eine Questing Beast. Wow. Questing Beast hat Wachsamkeit. Lego Boy. Ich meine Questing Beast hat Wachsamkeit. Questing Beast hat Wachsamkeit, ja. Ah, das war auf jeden Fall ein Spruch. Das hat geknallt. Vor allem, es tut halt auch richtig, richtig weh, weil Questing Beast halt auch sehr schwer zu blocken für Goblins ist. Ja, und jetzt kommt, jetzt bist du auf 9. 9 runter. 2, 3, 4. Das ist Pyrokinese, das ist kein Fury, das ist Pyrokinese, okay. Ja, die macht halt jetzt gegen der Questentier nichts, ne? Nö, die geht immer nur das Deck. Und vor allen Dingen kann da, glaube ich, gerade nichts auf dem Board blocken. Wow. Wow. Also wenn Goblins hier halt wirklich mit dem Angriff zurückhalten muss, weil sie halbe Leben haben, das ist schon krass. Ja, vor allen Dingen eine Runde halt einfach mal so für 8 reingehalten. Mhm. Hüff. Mhm.
Hier würde ich wahrscheinlich Wasteland einfach nur, um den Gegner zu verlangsamen, dass Questentier es lange noch auf dem Feld hat und das machen kann. Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, da ist ja kein Goblin, der kommen kann, der irgendwas blocken kann am Questing Beast. Ja, der halt allen +1/+1 gibt, würde halt dafür sorgen, dass die 2/2 das Questing Beast blocken können. Ja, oder die 1/2, ne, die 1/2 ja auch nicht stimmt. Deswegen, mehr Wastelands braucht das Land. Questing Beast hat immer noch was am Keller. Ja. Er guckt mit, glaube ich, gerade auch nachgelesen, oder? Ich meine, Quest hätte Wachsamkeit. Vielleicht stellt auch schon, zeigen Sie sich mal in den Kommentaren. Nee, das hat keine Wachsamkeit. Ich bin ja fest überzeugt, dass ich das nie getappt habe. Ich glaube, ich auch nicht. Wenn doch, dann habe ich wahrscheinlich illegal Magic gespielt. Das ist gut möglich. Also steht als allererstes drauf: Vigilance. Death Touch heißt, Questing Beast can't be blocked by creatures power 2 or less. Ich lese jetzt nicht weiter, weil da ist viel zu viel Text drauf. Questing Beast hat eine Menge Text. Ich glaube, vier Wörter weniger als Chains of Mistopheles. Ja, das war irgendwie. Und Chains of Mistopheles ist halt echt schon Coderwelsch. Yes. Und extrem, extrem alt. Ja. Ja, jetzt sind wir bei 5 Leben beim Bootchain. Das ist nicht viel. Und ein Grist. Grist mit Green Sun, ich erinnere mich. Das war also ja ist, möglich. Also ist doch schwarz drin, das heißt kein Blau ist drin. Bayou ist ja auf jeden Fall drin, sieht man ja. Ja, jetzt kriegst du halt, da kannst du halt schieben. Ne? Ja, das ist. Das ist hart verprügelt worden. 1-1, sehr cool. Sehr, sehr cool. Einfach mal zeigen, was die beiden Decks so an Prügelzeit raushauen Goblins können. Goblins waren in der Runde aber auch sehr langsam. Das ist korrekt. Das macht Goblins leider viel zu oft, dass es zu langsam ist. Also halt die andere Sache, wenn du denen Zeit gibst, dann sind halt auf einmal ganz, ganz viele kleine Männchen. Ja, vor allem kannst du halt mit der Masse selten. Boah, Mulligan auf 5? Und ich glaube noch ein Mulligan auf 5. Also beidseitig Mulligan auf 5. Das ist ja eklig. Das ist richtig eklig. Boah, wir sind da im Favor. Das kann für Maverick okay sein. Ich glaube tatsächlich Food Chain. Wenn du nur einen Ringleader, hast die Hand wieder voll, ne? Genau. Oder du brauchst einfach nur einen Food Chain und irgendeine Kreatur und hast faktisch schon deine Combo. Ja, ich bin halt bei Maverick bei der Seite Green Sun Zenith, ne Regel. Ja, das stimmt. Green Sun Zenith Regel auf jeden Fall dein Mana. Und wenn dann in den Knight of Reliquary gehen kannst, ich weiß nicht, ob eine Dark Doof Combo gespielt wird. Also Dark Dabs für die Leute, die Dark Doof Combo nicht kennen, wir nennen sie Dark Doof. Eigentlich heißt sie Dark Dabs. Und Fetch of Mount, auch wieder sehr konservativ tatsächlich. Ja, okay, würde ich jetzt aber auch safe machen, weil du hast wahrscheinlich nur ein oder zwei Länder. Wenn da jetzt ein Wasteland kommt, dann ist schon. Da ist wahrscheinlich noch der Lecky. Ja, der Lecky und dann ist da schon. Das Land gespielt. Das kann jetzt natürlich auch echt ätzend sein. Ne? Ja, vor allem, wenn da jetzt kein Swords gleich kommt. Beat. Voll Fetch. Das sieht nach Swords aus. Das sieht nach Swords aus. Sonst würde man hier nicht fetchen. Man hat doch keine Wastelands bisher von Goblins gesehen. Die Food Chain Goblin spielen anscheinend keine Wastelands. Können die sich, glaube ich, nicht erlauben. Ne, dafür spielen die wahrscheinlich die Engine Tombs. Da wird schon rausgelegt und Leben geben. Es hätte so gut sein. Ja, vor allem mit dem Muxus ganz hinten in der Hand. Hätte das wirklich, wirklich gut sein können. Uff, da passiert jetzt gar nichts. Was ist da noch? Ich glaube, Länder? Zwei Länder und Muxus, glaube ich. Ja gut, man fängt an, das kann man halt echt mal probieren gegen Maverick. Ja okay, bei Malo 5, bei beiden, wenn der nichts hat, dann... Wie schön er auch immer seine Fetch-Länder hat. Ja, finde ich auch. Außer auch die Wastelands, ich finde das großartig. Das werden die immer direkt in den Müll geschmissen. Richtig, das ist leider etwas, was sich die Leute wirklich angewöhnen, was ich als Judge natürlich nicht so schön finde. Ich möchte gerne, dass die Dinge getappt werden. Ja. Thalias sind noch im Deck. Das ist komisch. Interesting. Frage, was hat weil es trifft im Endeffekt ja Elderfiolen, die das Deck nicht spielt, oder Sudden Edict. Sudden Edict trifft es anscheinend auch. Alter, das im Sideboard zu haben, ey. Ja gut, ansonsten verliert man halt gegen sowas wie Show and Tell oder Dark Doof. Ja, ja, aber... Ich meine, die Zeiten des Dark Doofs im Fischkrieg sind ja vorbei. Aber die Zeiten des Show and Tells sind wieder groß. Oh ja, stimmt, da ist ja so viel was rum vielleicht. Ja, wir haben echt viel Show and Tell. Das sieht man auch bei uns auf dem Kanal ganz cool, dass man immer wieder sieht, so was jetzt gerade im Meta bei uns ist, weil es halt immer öfter auf Kamera ist. Kann man ja auch online nachlesen, Fischkrieg-Series. Das stimmt, das stimmt. Einfach MTG Top 8. Oder MTG Goldfisch, je nachdem, wer es gerade hochlädt. Fetch of Bayou? Einfach mal ein paar Duels auf den Tisch werfen.
Das ist also ich meine, generell liegt da immer viel Geld. Also jetzt gerade. Ja, das stimmt. Das stimmt. Jetzt ein Knight of the Reliquary? Ich weiß es nicht. Den haben wir halt noch gar nicht gesehen. Ein Grist. Okay. Dann machst du halt ein Insect, ne? Ja. Hast du schon mal ein Removal? Ja. Nicht so schlecht. Aber der geht nicht auf 1. Sondern der geht nicht plus 1. Das ist... Ja, das tut jetzt nicht so weh. Und, ich glaube, genau. Da wird auch gerade drüber diskutiert. Der geht doch nicht auf 1. Ist das ein Minuseffekt? Nee, jetzt wurde es verstanden. Ich glaube, der wollte mit den Markenanzeigen, die Plus er hat. Ja, es ist nicht so. Squee. Squee. Das ist der, den man aus dem Exile casten kann. Wenn jetzt Food Chain von der Top kommt, hat er gewonnen. Wow. Vielleicht. Je nachdem, was der Moxus zeigt. Aber den. Oh, ich würde fast schon überlegen, den einfach zu zerstören. Ja. Damit der nachher. Ich meine, man kann den aus dem Friedhof, glaube ich, casten. Man kann sie von überall casten. Ja. Das ist der, glaube ich, der, den man tatsächlich von überall casten kann. Ja. Sad word. Du, das Problem ist halt, der ist halt wirklich so Knarre auf der Brust, ne? Du topdeckst Food Chain. Ah, grün kann man nicht wasteln. Nee. Du topdeckst Food Chain als Goblin-Spieler und dann ist vorbei. Ja, du hast halt wirklich, wirklich 4 Mana. Und vor allem halt der Muxus auf der Hand. Mutti. Wenn ich jetzt eine Thalia spielen würde, würde ich sogar wastelanden. Jo, irgendwas wasteland. Weil dann muss er Food Chain plus Land haben. Plus Payout. Und er hat nur eine Handkarte. Ja. Sehr, sehr schwierig. 2 Mana. 3 Mana. 3 Mana. Green Sun für 2? Da kann ja eigentlich nur ein Us oder ein Uf sein. Irgendwas aus dem Sideboard? Das ist der Us. Das ist ein Us. Das ist ein Schleim. Ja, okay, wächst halt, ne? Ja, aber war die Mutti jetzt zum Beispiel wichtig? Hätte man jetzt nicht einfach hingehen können und hätte einen Go. Green Sun auf Knight machen können, statt die Mutti zu spielen? Mm. Ich fand die Mutti jetzt noch nicht so wichtig. Nee, nicht wirklich. Die hätte man auch diese Runde spielen können. Ja, okay, du kannst halt jetzt den Squeed zerstören, dann exilst du den, dann castet der den aus dem Exile. Ne? Ja, genau, das bringt dir halt nicht so viel. Und vor allen Dingen ist er jetzt nur noch ein Land vom Muxus entfernt. Das stimmt auch. Der Wasteland muss auf jeden Fall fliegen, diese Runde. Dann muss er nämlich ein Soulland ziehen. Wenn man es sieht, das ist das Problem, wenn man es sieht. Ja, das ist halt schon die Frage. Oftmals, gerade bei 4-5 Mana, denkt man sich als Wasteland-Spieler halt so, hey, der hat ja genug Mana. Mhm, da kommt der Angriff. Wird durchgelassen, immer 2 Kreaturen. Sehe ich. Okay. Aber im Goblin-Spieler sind, glaube ich, keine drin. Die einzige Kreatur, die drin ist, wird exiliert. Dann kriegt man 2 Leben. Smurf 19. Ja. Ich glaube, das hat man gerade noch nicht so. Nee. Plus. Noch ein Insel. Du bist doch noch eine Ulti, wa? Mit Sicherheit, da ist ein Planeswalker. Die haben öfters mal eine Ulti. Ja. Each opponent loses life equal to the number of creatures in your graveyard. Hm. Das ist nicht so viel, wenn man sich jetzt gerade nicht so frisch. Das ist ein Ignoble Hierarch. Das ist nächste Runde Squee. Also Stand jetzt ist das nächste Runde Muxus. Ja. Wenn man den nicht zerstört. Nein. Wasteland hätte man letzte Runde schon gemacht. Ich glaube, man sieht es einfach nicht. Das ist ja auch vollkommen okay. Wenn ich es so vom Boardstate her sehen würde, würde ich wahrscheinlich jetzt ein 1-1 opfern für den Ignoble zum Ding und dann angreifen. Blockst du 1-1 mit dem Screen? Ist der nicht 2-1, ich wollte schon sagen. Ja, ja. Aber das ist ja egal, der Screen, der ist ja... Oh, es wird gewastelandet. Da auf die Ding, oder? Oh, es wird gewastelandet. Come on, Knacks. Ah, wartet man wahrscheinlich auf den Green Sun, damit man sich dann wieder Knight holen Fury? Kann. Ja, der wird gecastet aus dem Reisenfriedhof. So.
Hat man den Insekt vom Fett genommen? Nee, der Us wurde wahrscheinlich geblockt. Ich gehe mal davon aus, ja, da waren zu wenig Leben verloren worden. Ja, kannst halt jetzt machen, der hat kein Trampel und nix. Ja, aber Grist wurde nicht aktiviert. Na, no, jetzt. Einmal der Grist. Dann. Das ist eine Menge. Questing Beast weggeschmissen. Oh mein Gott, schade. Das ist jetzt bitter. Das passiert leider viel zu häufig. Das hätte man sogar casten können mit 4 Mana. Und der hätte keinen Block gesehen. Ja. Einfach mal im Wasteland reinhalten. Ja, blockst du halt, ne? Man hätte hier halt auch von der Mutti schon Schutz vor Ort geben können zum Beatdown, aber ich weiß nicht, wie wichtig das ist. Eigentlich schon, oder? Ja, wenn du halt jetzt ein Dings frisst. Hätte man Wasteland müssen. Das hat Talia noch auf der Hand. Das ist eine Cover. 9. Je nachdem, was jetzt der Muxus halt zeigt, oder? Ja, das ist jetzt entscheidend. Weil der Muxus kann halt auch mal so 6 Länder zeigen. Oder noch 2 Foodchain dabei. Oh yes, die schönsten. Absolut schönsten Muxusse. Jetzt wird's interessant. Ja, vor allem vom Faktor her, was wirklich aufgedeckt wird. Auf der anderen Seite, selbst wenn es 6 Kreaturen sind, solange die nicht Eile haben. Ich meine, die können Eile haben. Das wäre natürlich nice. Ja. Carbon. Muckschusch. Die obersten 6 Karten angucken. Und alle Goblin ins Spiel bringen. Yes. Goblin-Kreaturen oder Goblin? Ich glaube, alle Goblin. Das ist ein Foodchain, das ist ein Land, das ist ein Land, das ist ein Land. Oh, wow, 2. Es sind tatsächlich nur 2. Also theoretische 3. Ja. Es ist tatsächlich nur eine Matrone und ein Wurmerschall. Ja, man kriegt noch ein 1-1er. Ja, und dann die Matrone noch. Boah, jetzt hier nochmal ein Muxus? Einfach nur, um einen neuen Muxus zu casten? Du weißt, dass der Ignoble Hierarch gleich weg ist und die Dings ein Land geht. Ich würde es nicht machen. Ist der Ignoble weg? Der ist so gut wie weg, wenn der jetzt mit dem Griss zieht. Was ist das denn für eine Wahl? Was hat der denn auf der Hand? Also ich kein Fan von dem hier. Von dem Plussen. Aber das ist strange, weil. Was ist das denn? Ah, das ist der enttappt. Flieger, ne? Ja. Ich würde dir definitiv Schutz vor Rot geben zum Angreifen. Definitiv Schutz vor Rot, Beatdown ins Gesicht. Wenn man sagt, ist halt der Wurmerschall echt einfach so ein Junkblocker, was da dann geht. Wenn du halt nicht Schutz gibst. Ja, ein Insekt geht der. Dann kann man den auf jeden Fall wachsen lassen. Ja, Schutz vor Rot, Beatdown und dann lässt man den noch wachsen. Die beiden kommen mit. Und man lässt die noch wachsen. Blockst du einen. Sind die 2-2, die Insekten? Nee, also, nee. Eins. Man lässt den nicht wachsen? Nee. Noch eine Mama. Jetzt steht es halt mit 13. Das ist halt ganz cool. Man kann halt hier baiten, weil man hat auf jeden Fall den Script Ranger auf der Hand, mit dem man nochmal Schutz geben kann. Hat der noch einen Muxus auf der Hand? Das muss ja faktisch schon so sein. Ja, da ist noch ein Muxus. Das ist ein Silks-Puske? Spectre? Ja, Spectre. 2 Mana. 6 Mana. Muxus. Das ist ordentlich. 2, 3, 6. Das sind 3 Goblins. Ja, jetzt kann man nicht Muxus. Also, ich glaube, der Shooter kann auf den Grist schießen. Ja. Aber wenn er auf eine Kreatur schießt, kann man halt super, super cool jetzt den Script Ranger reinbringen, einen Dingzug auf die Hand nehmen, einen Landzug auf die Hand nehmen, die Mami enttappen und mit der Mami dem Schutz vor Rot geben. Wenn man es sieht. Wenn man es sieht. Aber dem Grist kannst du keinen Schutz geben. Nee, leider nicht. Er ist ja auf dem Feld immerhin eine Kreatur, auch wenn er keine Kreatur, auch wenn er sonst überall eine Kreatur ist.
Das heißt, man kann ihn mit dem Us fressen. Der Us wird weggeschossen. What? Hier wird nicht der Script Ranger reingeschmissen. Zum Enttappen. Und jetzt kommt... Jetzt kannst du dir noch mal so einen suchen. Also hier hätte ich tausendfach den Typen reingeworfen, die Mutti enttappt, indem man Lanzig auf die Hand nimmt und dem Schutz vor Rot gegeben. Da hätte der nie wieder was drauf gemacht. Boah, was nimmst du denn jetzt für einen Goblin? Wieder den, der schießt. Ich kann es dir leider nicht sagen. Damit du den Christ vom Arsch kriegst. Ihn? Ja, wegen Leben. Den kannst du auch spielen. Ja, aber wie gesagt, also, ach, das mit dem Us, das tut so weh. Das tut so weh. Ich meine, man kann ihn spielen mit den Ignoble Hierarchs. Aber... rettet das? Ich glaube nicht. Also klar, bei Maverick liegt halt jetzt nicht mehr so viel an Bord. Aber... Der greift an. Mit Exalted Trigger. Ja. Ist der auf 3. Tradet man jetzt die Mutti für. Pff. Boah. Schwierig. Da hätte man jetzt wesentlich besser spielen können. Ja. Ich glaube, ich würde hier einfach die Mutti dafür traden. Jo. Ja. Weil den Grist so runtergehen zu lassen, ist halt Quatsch. Ein Mana, zwei Mana, drei Mana, vier Mana. Der Dude. Kriegt's. Warum hat man jetzt nicht den... Ah, den anderen hat man, glaube ich, gerade erst gespielt, den Gnomel, oder? Der ist erst durch den Muxus ins Spiel gekommen. Der ist durch Muxus ins Spiel gekommen. I see. Deshalb hat man das so gemacht. Oh, da hatte man auch keinen anderen Goblin mehr, sonst hätte man vorher noch reingeschossen. Ja, wie gesagt, mit dem hätte man so viel machen können. Aber ist auch eine sehr schwere Karte. Gerade der Script Ranger ist eine der schwierigsten Karten im Maverick, meiner Meinung nach. Mit dem man da irgendwas machen kann. Und ja, sonst hätte man dann jetzt mit dem Us auf 7, 8 hochgehen können und Goblin hätte alles bis auf den Muxus zum Beispiel opfern müssen, damit er überlebt. Nee, er hätte sogar den Muxus. Nee, alles bis auf den Muxus. Oder halt ein Goblin. Boah. Das tut jetzt weh. Wasteland ist schon wieder auf. Ist schon wieder so viel Mana da. Wasteland kannst du jetzt halt höchstens auf die Schwarzquelle. Dann hat er kein Schwarz. Nee, du hast kein zweites Schwarz. Also du hast ja. Nee, ja. Du hast ja auch noch die Dings. Ist egal. Das ist Wasteland. Wasteland ist total irrelevant. Ja. Da werden drei geopfert für drei Leben und drei Schaden. Ach so, da wurde gerade auf den gezielt mit dem Christ, ne? Ja. Nee. Achso, da genau auf den Opferheini. Ja. Beat für einen fliegend. Boah. Nicht so beeindruckend. Da kommt jetzt noch. Knight. Knight. Der ist aber zu spät schon fast. Dann würde ich auf jeden Fall noch Wasteland. Ja. Allein schon für den. Für den Value, den zu bekommen. Uff, das sind schon 6 Länder drin. Ich meine, wenn er jetzt noch mal drankommt. Kann er jetzt halt win? Ja, mit dem Knight. Ja. Frage ist, ob er es tut. Weil die Schwierigkeit ist ja tatsächlich, hinzugehen und jetzt das Ding zu finishen, während Goblins wahrscheinlich on Creature stacked. Das ist eine Cavern of Souls, dann 1, 2, 3, 4. 4 Mana. Ringleader? Ringleader. Hui. Okay. Ja, da kommen die beiden. Damit nimmt man dann das Mana für den zu spielen. Ja, das ist ziemlich gut. Mhm. So, so knapp. Ist echt, echt knapp. Also hier ist Goblins sich wirklich hart am Leben erhalten. Mit den ganzen Tricks, den sie haben. Es sind rote Goblins auch noch. Hm. Man kann Schutz vor Schwarz geben, Schutz vor Rot und bieten.
Wenn man es sieht. Wenn man es sieht, genau. Dann hat man aber auch nur 7 Damage, wa? Ja. Ist nicht so viel. Ansonsten, ich sag mal, vom Prinzip her, vom Board State her, ist Food Chain Goblins aktuell hinten dran, gefühlt. Obwohl er das größere Board hat. Weil der so kurz vor knapp ist. Ja. Lebenspunkte mattern. Ebene kann weg. Wächst den Knight. Der greift nur mit dem 1-1er Flieger an. Vielleicht Dark Dove Combo? Ja, okay, hast du halt safe im Köcher, ne? Mhm. Der hat keinen einzigen Flieger da liegen. So, hättest du jetzt angegriffen, hättest den Knight eventuell... Ich hätte den Knight auf jeden Fall angegriffen. Da wird ein 1-1er davor fliegen, der wird geblockt, geopfert. Aber dann ist bei mir das 1-1er. Okay. Winzern? Jo. Winzern. Holt leider keinen Black Engineer. Black Engineer wäre ja noch richtig cool, wenn der jetzt langkommen würde. Nee, Greenson, der Black Engineer holt, der muss echt nicht sein. Auf der anderen Seite für Goblins sieht es halt, wie gesagt, sehr, sehr schwierig aus. Ich weiß gar nicht. Kann er? Das? Ich habe nicht drauf geachtet. Ist das noch ein Knight? Ja, ist noch ein Vermutlich. Knight. Ja, da wird nochmal nachgezählt. Ja, noch ein Knight. Okay. Ja, also. Food Chain würde halt jetzt gewinnen, automatisch. Weil der Squee. Genau, er würde einfach unendlich oft, unendlich 4 Mana machen und würde dann unendlich oft den Squee wieder mit dem Shooter dem Gegner ins Gesicht schießen. Es ist wirklich nur Food Chain, sonst hat er nächste Runde verloren. Es ist wirklich, wirklich nur Food Chain, die ihn hier retten kann. Und die muss er jetzt auch ziehen. Da kann aber auch noch was kommen, was relativ viele Goblins macht. Oder hat eine Food Chain. Oder hat eine Food Chain. Ja, das tat weh. Das tat weh. Okay, jetzt wird die Combo nochmal erklärt. Dann macht man sich Infinite Mana. Und dann spielt man den Infinite Oft aus dem Friedhof und stackt den Infinite Oft in den Shooter, in den Sling Gang und lässt den Gegner halt Infinite Leben verlieren. Jo. Das ist die Combo, die passiert. Da kann man nicht viel gegen machen. Es sei denn, man hat irgendwie eine... irgendwas als Land, aber ich glaube nicht. Dementsprechend ist das um. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Es fühlt sich so unbefriedigend an für den Maverick-Spieler. Aber für den Goblin Food Chain Spieler ist es natürlich ein absoluter Relief, die zu ziehen und damit zu gewinnen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.